Machen Sie die Legalisierung von Hanf als Rohstoff, Medizin und Genussmittel lieber gleich, damit Sie in den nächsten Jahren Samstagnachmittag wieder Ihre Ruhe haben. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen. Und mit Worten Brände legen. Ein Blatt vom Mund des Senders wegen. Vorstellen, er hat rote Haare und heißt Steffen Geier und kommt aus Berlin. Hallo Steffen. Hallo Köln. Danke Joost. Erstmal einen dicken Applaus für die Organisatoren. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man ein ganzes Jahr arbeitet und dann kommen vielleicht doch nur 300 Leute oder so. Dann macht auch mal Lärm für Lars und Joost und den ganzen Cannabis-Colonia-Bande. Und dann, liebe Kölner, muss ich Ihnen leider sagen, dass Sie hier einer Täuschung unterliegen. Es wird Ihnen nämlich vorgegaukelt, als sei das hier eine Demonstration von und für Patienten, aber die Mehrzahl der Leute, die hier ist, sind selbst gar keine Patienten. Wir leben nämlich leider in einem Land, in dem Patienten, wenn sie für ihre eigenen Rechte kämpfen, mit Strafverfolgung belohnt werden, wenn sie sich zu ihrer Medizin bekennen, soziale Ächtung erfahren. Und das führt dazu, dass die allermeisten Cannabis-Patienten sich nicht auf Veranstaltungen wie die Dampfparade trauen. Und das nicht können, weil sie, die sie hier außen sitzen, es zulassen. Wir leben in einem Land, in dem die Bundesregierung Millionen und Abermillionen Menschen ins Gesicht lacht und ihnen eine lebensverlängernde, lebenserleichternde, lebensrettende Medizin vorenthält. Und Sie, wie Sie hier draußen in Ihren Cafés sitzen und sich den Samstagnachmittag gefallen lassen, sind schuld dran. Ja, wir sind nur wenige, aber wir werden jeden Tag mehr. Weil fast alle Menschen, die den Mut haben, außerhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Schubladen über das Thema Cannabis nachzudenken, nach dem Nachdenken auf dem Platz stehen und nicht mehr am Rand sitzen und sich am Kopf kratzen und fragen, was der Typ mit den roten Haaren von Ihnen will. Ich lade Sie dazu ein, die nächsten Tage und Wochen dazu zu nutzen, über das Thema Cannabis vorurteilsfrei nachzudenken. Sie werden dann sehen, dass wir, die wir uns hier auf den Marktplatz trauen, die Wahrheit schon verstanden haben, dass Cannabis eine uralte, jahrtausendealte Medizin ist, die nebenwirkungsarm, natürlich und kostengünstig von jedem Patienten zu Hause hergestellt werden kann. Cannabis ist eine Medizin, die nicht für Bayer und für Monsanto und für Sanofi zur Vermarktung frei ist. Und genau das ist der Grund, warum die Medizin heute nicht erhältlich ist. Natürlich ist es schwer, mit 300 Aufrechten auf einem Marktplatz gegen Menschen mit schwarzen Koffern gefüllt mit Banknoten zu kämpfen. Aber wir haben diesen Kampf vor 10 Jahren begonnen und wir werden weitermachen, so lange, bis die Menschen in diesem Land Cannabis endlich wieder legal nutzen dürfen. Und ich sage ausdrücklich, es geht nicht nur um Cannabis als Medizin. Lassen Sie sich nichts einreden. Wenn in deutschen Apotheken Hanf wieder normal zu kaufen ist, dann ist der Kampf noch nicht vorbei und Sie sind mich noch nicht los. Machen Sie die Legalisierung von Hanf als Rohstoff, Medizin und Genussmittel lieber gleich, damit Sie in den nächsten Jahren Samstagnachmittag wieder Ihre Ruhe haben. Ich bin heute hier als Vertreter der Hanfparade in Berlin, der größten deutschen Legalisierungsdemonstration,
Und in unserem Team sind sehr, sehr wenige Menschen, die eine Ausnahmegenehmigung für Cannabis als Medizin haben. Wir haben stattdessen aber Menschen, denen die Ausnahmegenehmigung vorenthalten wird, obwohl sie schwer an Krebs erkrankt sind und obwohl sie an anderen Leiden, die jedem, der hier draußen am Rand sitzt, galt lächelnd eine Ausnahmegenehmigung bescheren würde. Ich möchte mich deshalb hier als Minimalziel für die nächsten 365 Tage an Sie wenden und bitten, dafür zu sorgen, dass die sogenannte charakterliche Prüfung endlich abgeschafft wird. Cannabis als Medizin muss eine Sache zwischen Arzt und Patient sein. Es kann nicht sein, dass irgendein Sesselpupser bei der Bundesopiumstelle darüber entscheiden darf, ob ein Mensch charakterlich geeignet ist, eine lebensrettende Medizin zu erhalten. Ich weiß, dass die allermeisten, die mich jetzt hören, eher mit skeptischen Ohren zuhören. Aber ich habe den großen Vorteil, dass wir die Argumente und den gesunden Menschenverstand auf unserer Seite haben. Ich kann es mir deshalb erlauben, Sie dazu einzuladen, sich bei einer beliebigen, seriösen Quelle irgendwo auf dem Planeten mit Informationen über Cannabis zu versorgen. Das muss nicht zwingend bei mir sein, obwohl ich Ihnen doch ans Herz legen möchte, mal Steffen und Cannabis zu googeln, damit Sie merken, dass auch Leute mit langen roten Haaren Ahnung haben können. Aber Sie können sich auch einen beliebigen anderen Wissenschaftler oder Ähnliches suchen. Sogar die größten Cannabis-Skeptiker, wie zum Beispiel Professor Rainer Thomasius aus Hamburg, auch den bitte mal googeln, sogar diese Cannabis-Skeptiker sagen, dass es eine Frechheit ist und unmenschlich ist, dass den Patienten Cannabis als Medizin vorenthalten wird. Und wenn sogar die, die am liebsten jeden Kiffer in die Entgiftung schicken würden, dem Patienten Cannabis zugestehen würden, dann sollten Sie, denen Kassema eigentlich am Arsch vorbeigeht, doch endlich mal den Mut haben zu sagen, na dann lasst sie doch machen. Ein letztes habe ich noch. Wenn Sie jetzt heute hier am Rand sitzen und gesund sind, dann gehören Sie zu den glücklichen wenigen. Wir leben in einer Gesellschaft, die krank macht mit Arbeit, krank macht mit Stress, krank macht mit damit, dass Menschen gegen Menschen ausgespielt werden. Wir haben am 22. September die Wahl, ein Kreuz an der einen oder anderen Stelle zu machen. Wir haben aber tagtäglich die Wahl, zwischenmenschlich eine andere Politik zu beginnen. Eine gute Möglichkeit, diesen ersten zwischenmenschlichen Politikwechsel zu wagen, ist die Veranstaltung heute. Ich lade Sie deshalb ein, nach Ihrem Kölsch einfach mal in die Mitte zu kommen, bei den Infoständen vorbeizugehen oder mit den Leuten, die hier auf dem Platz sind, zu sprechen. Dann werden Sie feststellen, wir sind ganz normale Menschen, die nichts anderes wollen als die Menschenrechte, die Sie für selbstverständlich halten. Und lassen Sie sich eins von mir gesagt sein. Ich habe in den letzten 12 Jahren schon viele Menschen gesehen, die gesagt haben, dieses Thema wird mich nie betreffen. Und die dann eines Tages aufgewacht sind, nach einem unverschuldeten Unfall mit chronischen Schmerzen oder mit Rheuma oder mit Gicht oder mit einem Glaukom. Und die festgestellt haben, dass Cannabis die einzige Medizin ist, die ihnen noch bleibt. Ich rate Ihnen, den Kampf für legales Cannabis zu führen, solange Sie selbst noch nicht zu den Betroffenen gehören. Es wird ungleich schwerer, wenn Sie erst wie Franjo auf die Veranstaltung getragen werden müssen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir heute noch ein paar Menschen erreichen, die nicht mit uns gelaufen sind und dass wir im nächsten Jahr bei einer ähnlichen Veranstaltung viel, viel mehr werden, insbesondere von denen, die jetzt noch am Rande sitzen und nicht wissen, ob sie mir glauben dürfen. Ich will nicht eure Hände sehen, ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen, am Blatt vom Mund ist in das Regen.